Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Beim Speichern nach der letzten Episode, weil ich speichere nach jeder Folge, habe ich gesehen, dass hier was blinkt. Und deswegen, bevor ich jetzt hier weiter im Kreis laufe und keine Ahnung habe, wo ich eigentlich hin will, versuche ich mich hier mal dran. Wer hat Kimmy hier entführt? Okay, Achso, ich brauche gar keine Gegenstände. Ich brauche die Beobachtung. Das Verschwinden. Ja. Das nehmen wir mal. Und dann haben wir Dokumente und Aussagen. Ein großer Mann mit einem Metallauge. Sulby weiß nichts davon. Also ich glaube, der war es nicht. Irgendjemand gibt sich einfach als Sulby aus. Und Dirty Summers. Das könnte doch richtig sein, ne? Okay. Die Beobachtung war also falsch. Dann nehmen wir noch das Charakterprofil von Roy Salisbury. Ja. Dirty Summers ist der Entführer. Dirty Summers ist Kimmy Hias Entführer. Es ist durchaus möglich, dass Roy Salisbury sein Komplize ist. Aber er war es auf keinen Fall oder relativ sicher nicht alleine. Gut, wo ist Kimmy Hias? Oh, das ist schwierig. Ich nehme mal das Verschwinden. Ich vermute, dass es von der Gang, die da... Also da werden ja mehrere Leute gekidnappt. Oh, alles falsch. Sehr gut. Dann nehmen wir halt mal die beiden Sachen, die hier noch übrig bleiben. Und hier den Entführer. Immer noch alles falsch. Gut, dann habe ich offenbar noch nicht die nötigen Informationen. Dann hefte ich mir doch das mal an. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Entweder ich muss jetzt da zur Barfrau und die zur Rede stellen, das werde ich probieren. Oder wieder zurück zu Roy Salisbury. Komm ich hin? Oh, ein Schweinchen. Wo war denn jetzt hier der Eingang? Oh Mann, ah, da. Mein Orientierungssinn ist einfach immer wieder ein Vergnügen. The people here are resilient. Tomorrow it'll all be forgotten. Ah, okay. Ich dachte, ich müsste da mit ihr drüber reden. Dann probieren wir es nochmal bei dem guten Roy. Probiere ich doch mal die Schnellreise aus. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ich habe ihn gefunden. What are you gawping at? Na, ich konfrontiere ihn mal, oder? Ja, ich probiere es mal. Mr. Salisbury, you know more than you're letting on. What makes you say that? Welches Verbrechen? Wer ist der Täter? Tja. Give me one moment. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon konfrontieren kann. Ich finde es auch spannend, dass das Spiel hier überhaupt nichts zu erklärt. Normalerweise hat man dazu Tutorials bekommen. Hm. Okay, dann werde ich versuchen, mal zu Warehouse 2 zu finden. Und mit der Nebenquest weiterzumachen, weil ich glaube nicht, dass ich... ich übersehe irgendwo was. Irgendwo, wo ich lang kann, war ich noch nicht. Und das... Was sind denn diese weißen gestrichelten Linien auf der Karte? Hm. Fängt ja schon gut an. Ist schon wieder nicht sehr intuitiv, das Spielen. Mal Dalton swears she saw ghosts in Warehouse 2. The coppers even went over there. Must be serious.
Could you help me? I can't help you with this. Ihr könnt mir doch sagen, wie ich zu Warehouse 2 komme. Es kann ja nicht so schwer zu übersehen sein. Da sollen ja sogar Polizisten beistehen. Also, wo bin ich denn überhaupt? Ich krieg keinen Pfeil oder irgendwas, wo ich bin. Das ist natürlich super. Eine 2 oder ähnliches. Na, guck mal, da liegt die Angie. Hier war ich halt auch schon. Ich habe eigentlich jetzt keine Lust, hier zusammenzuschneiden, weil ich hier nicht finde, wo ich hin muss. Aber ich fürchte fast, dass mir nicht viel anderes übrig bleiben wird. Ja, da komme ich nur wieder zurück zu Pier 3. Huch, was war denn das jetzt, Spiel? Da hat sich die Kamera verselbstständigt. Bin ich hier schon mal nach rechts gegangen? Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht bekannt aus. Okay, wie kann man denn die ganze Zeit irgendwo hinrennen und konstant dran vorbei? Na, das ist dann wohl die 2. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbor saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theater props for scary shows. I went in and, well, it is a bit creepy, but I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Good. I don't believe in ghosts. I did when I was a kid. Ich dachte, das wäre die Tür, wo die 2 dran steht. Aber offenbar nicht. Gut, dann schauen wir doch mal, was es hier so alles gibt. Okay. An effective contraption. It still works. Okay, gut. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut war, aber lass ich mal so stehen. Was sind denn das für Abdrücke? They opened the casket and left marks. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. Sonst noch was? Ah ja, die Blutspuren hier. A herbal odor with an etheric base. Liquor? Meinetwegen dann halt auch nicht Blutspuren, sondern irgendwas anderes. Auch okay. Ich glaube, da wollte jemand das Ganze so aussehen lassen, als würde es hier Phosphorus spuken. Ihr wisst aber schon, dass Phosphor nicht so gut ist, wenn man das einatmet. Oder where so. Is this going? An die Decke und da oben hören sie dann auf. Okay, irgendjemand wollte, dass es hier so aussieht, als würde es spuken. Somebody had fun. No brand or markings. It looks like a bulk product. Several crates are missing. A small cart left those tracks. Ah, das ist die Tür, durch die wir vorher nicht durch konnten. Okay. Dann haben wir jetzt eine Abkürzung aufgedeckt. Und der Typ sieht aber schon echt aus, ey. Inspired by the legend of Sleepy Hollow.
Ist hier drinnen noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Aber vielleicht ja jetzt draußen? Nö. Sieht nicht so aus. Okay, ich probiere schon mal hier zu rekonstruieren. Nee, hier hat irgendjemand mit dem Handkarren was bewegt. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Wahrscheinlich ist es falsch. Okay. Was war hier? Okay, also gut, es ist relativ eindeutig, dass das Spiel mir die Wahl gibt, ob es wirklich gespukt hat oder nicht. Ja. So war's. Okay, und jetzt fehlt mir hier aber noch ein so ein Wiederherstellungspunkt. Einen Hinweis habe ich noch komplett übersehen, wenn ich mir da oben die Leiste so anschaue. Ist mal wieder typisch ich. Ups. Who is this intended to scare? Ah, da liegt noch was. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. Okay. Deswegen vermute ich mal, dass hier drin irgendwelcher Sprengstoff oder irgendwas Illegales hergestellt wurde und diese Geistergeschichte einfach da benutzt wurde, um die Leute fernzuhalten. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Okay. Okay, den Karrenspuren folgen. Dann machen wir das doch mal. Hier liegt schon mal was. Dr. Tippett's Electric Pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Okay, ich pinne das mal an. Und ich glaube, damit will ich dann mal zur Polizei. Weil der hat mir ja gesagt, wo ich ihn finde. Nämlich beim Pub. Dann gehen wir doch da mal kurz gucken, wo er denn ist. Wenn er sagt, er dreht seine Runden beim Pub, meint er dann, er sitzt im Pub? Ah ne, da steht er. My older brother Was? Used to creep outside and whisper at me through the window. Ernsthaft jetzt? Ich hätte jetzt schwören können, dass ich das dem Polizisten melden kann. Hm, da frage ich mal die Barfrau, vielleicht weiß die was und ansonsten höre ich mich auf der Straße um. The port, gentlemen. The fog is particularly thick tonight. May I ask for your assistance? I'll be happy to help you. So listen to me. Wird im Armenviertel in einem Hinterhof an Kranke ausgegeben. Alles klar. Dann mal ab ins Armenviertel. Ich glaube, ich weiß, welcher Hinterhof. Okay. Ich dachte, weil die sich immer darüber unterhalten. Na, ist er das? Das ist der Hinterhof, genau. Where are we? The Field Hospital. Okay. Ein sehr junger Mensch.
mit Phosphor an den Fingern. Almost Doctors Medizinstudent. Ach, Anleitung für hausgemachte Medizin. Okay, ne? Dem äußeren Erscheinungsbild nach zu urteilen, ist dieser Mann zu jung für einen medizinischen Abschluss. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass er Arzt ist. An seinen Händen befinden sich Rückstände von Phosphor, wahrscheinlich aus der Lagerhalle mit den Requisiten. Er hat ein Buch über selbsthergestellte Medizin bei sich. Er mag gute Absichten haben, aber damit lässt sich Unwissenheit nicht kompensieren. Oder er ist ein Quacksalber. Dieser Mann ist wahrscheinlich jemand, der die Naivität und Verzweiflung anderer Menschen ausnutzt, um schnelles Geld zu machen. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich mit Phosphor experimentiert hätte. Dann hätte man doch auch einfach nur Wasser nehmen können oder so. Also ich weiß es nicht. Und auch das Buch. Er hätte ja kein Buch dabei, wenn er ein Quacksalber wäre. Dann würde das Buch irgendwo... Nee, ich glaube schon, dass er es gut meint. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing pecto-brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, it's proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You're a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes. But he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. Okay, dann schauen wir doch mal, was er hier so macht. The patient has a high temperature and is short of breath. Das stimmt tatsächlich. Radium, habe ich mal irgendwo gelesen oder gesehen, ich weiß es gar nicht mehr, wurde früher wirklich als Medizin gegeben. Das, ja. I can hear the patient suffers with their lungs. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Okay, kann ich hier sonst noch was anpinnen? I help up to 50 people here every day. It is working. Na dann fragen wir doch mal ein paar Menschen. Ja. Could you help me? I can't help you with this. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. Should ask someone. Hätte sein können, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Dann gehe ich mal noch schnell zum... Achso, Moment. Dann gehe ich mal noch schnell zum Polizisten und guck mal, ob ich jetzt mit ihm darüber reden kann. Haha, okay. Das Problem ist halt, ich habe keinen Beweis gefunden, dass er wirklich hilft. Und Phosphor, das weiß man heutzutage, ist gefährlich. Also es gab diese Streichholzfabriken. Da haben die... Oh, ich glaube... War das noch in Streichholzfabriken? Das hat Krankheiten ausgelöst. Ich glaube,
Geschwüre oder sonst was im Mund, weil die mit Phosphor in Berührung kamen. Und deswegen wurden die dann auch irgendwann abgeschafft, diese Fabriken, oder wurden ganz grundlegend geändert. Sicher, also wie es genau lief, weiß ich nicht, aber deswegen, das ist gefährlich. Es hilft vielleicht in dem Moment, aber ich meine, wenn ich nicht schlafen kann, hilft Alkohol auch einen Moment lang. Ist aber auf Dauer schädlich. Oder Schlaftabletten helfen auch, sind aber halt auf Dauer schädlich. Und ich glaube, wenn der weitermacht, ich melde ihn. Constable? My name is Dr. Watson. A man called Thomas Tippett has opened a field hospital nearby and is selling illegal medicine there. He is using Warehouse 2 for his smuggled product. Please stop him. I knew it was a swindle. Real ghosts don't look like that. I'll check on this crook right away. Ja. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, weil er hat es wirklich nur gut gemeint. Okay, dann würde ich aber sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns den kranken Schlammgräber nochmal an. Und für heute mache ich hier erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen, bis dahin. Ciao, ciao.